Ich habe Manu komplett unterschätzt. Ramon Limacher mit einem neuen Video. Er hat Manuel Haas zu Gast. Ich bin gespannt. Ramon, brutaler Kraftbolzen. Hat Power, sieht gut aus. Und jetzt geht's los. Manuel Haas, 18 Jahre. Let's fucking go. Wo, komm on, hol sie dir. Drei, komm on. Manuel, wann geht's das nächste Mal auf die Bühne? Welcome back zu einem neuen Video. Schaut mal, wer hier am Start ist. Es wird geballert, Freunde. Ich habe, glaube ich, gerade 800 Milligramm Koffein geballert. Prost, Mahlzeit, der dritte Booster heute. Wir haben 13.40 Uhr. Bruder, die Jugend mit ihren 50 Boostern, ne? Und Energy Drinks. Entspannt euch mal ein bisschen, Alter. Geht auf die Pumpe, Freunde. Gefällt mir nicht. Unterstütze ich nicht sowas. Nico, 18RZ, er unterstützt mich aber hier mit einem Abo an die Community. Sehr, sehr geil. Was muss man bei der Einnahme von Ephedrin beachten? Als allererstes, mein Lieber, schreibst du bitte solche Sachen nicht in den Chat, denn wir geben hier keine Anleitungen oder Dosierbeihilfen zu irgendwelchen illegalen Substanzen. Als zweites würde ich Ephedrin sowieso gar nicht benutzen, ja. Hat mehr Nachteile als Vorteile. Zudem ist es illegal, wirst du in eine Polizeikontrolle geraten, ist dein Führerschein erstmal weg, da du positiv auf Amphetamin bist. Also würde ich an deiner Stelle die Finger von Ephedrin lassen und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Abend, mein Lieber. Weiter geht's. Schmeckt. Läuft. Dementsprechend, mein ganzer Körper ist wirklich gerade auf einem anderen Planeten. Wir werden jetzt nämlich zusammen Pool trainieren. Yes. Ja, gib mal ein kleines Update. Die meisten werden dich wahrscheinlich kennen. Wie alt bist Hoffe du? Ich. Wie schwer bist du momentan? Manuel Haas, 18 Jahre, 92 Kilo heute auf der Waage, beziehungsweise 91,8 waren, um genau zu sein. Habe jetzt vorne... Lieblings-Cheatmeal? Sushi, Alter. Wo kommst du her? Aus Polen? Masury. Szczytno. Was haben wir noch? Ja, Bruder, kann ich den nicht machen, mein Lieber. So, weiter geht's. Im Monat, mein Minicard, glaube ich, beendet oder vor zwei Wochen. Yes. War fünf Wochen auf Minicard, hab da 5 Kilo von 95 auf 90 runter. Okay, nice. Jetzt wieder, um einfach die Form ein bisschen zu cleanen, sage ich jetzt mal. Aber jetzt, Freunde, im Aufbau, Kraft geht nach oben. Hab auch noch Bock auf Essen, nicht so wie er. Ja. Er hat gar keinen Bock mehr auf Essen. Ich habe gar keinen Bock mehr. Ja, zum Wenn du im Peak von deiner Offseason dich befindest, dann hast du auch wirklich absolut gar keinen Bock mehr, irgendwas zu essen, da glaube ich. Gleich, ich bin 22 Jahre alt, 106 Kilo. Ja. Wir werden jetzt zusammen trainieren. Nils Holgersson 98, danke dir fürs Prime-Abo, Freunde. Und damit haben wir den Hype-Train gestartet. Nico 18RZ verschenkt nochmal ein paar Abos. Vielen, vielen Dank. Let's fucking go. Top heavy, I let it down. See me shining, they hating on me, they mean. Ich bin im Oktober auf der Evo Classic und auf der Dennis James Classic vor Ort, Freunde. Gut, wir machen jetzt hier die erste Übung. Manuel ballert hier gerade seinen zweiten Satz. Erste Übung jetzt hier über Züge. Die mache ich aktuell seit 3-4 Wochen auch. Seht ihr immer in meinen Instagram-Stories. Überzüge einarmig. Knallen extrem gut rein. The Real Good Aris. Danke dir fürs Prime-Abo, mein Lieber. Züge einfach, um unseren Latt aufzuwärmen. Voraktivierung. Geile Übung. Hier mit dem Cuffs. Jetzt das erste Mal für Manuel. Mal schauen, was er davon hält. Le Rocks S ebenfalls mit Prime. Danke dir, mein Lieber, fürs Abo. Ist auf jeden Fall richtig, richtig geil. Vor allem, ich feier's. So eine Variation, sag ich jetzt mal, sehr Übung zu machen, mal geil Feeling und Blut in den Rücken zu bekommen. Aber ich hab's heute zum ersten Mal mit diesem Teile gemacht. Normal mach ich's immer mit. Die habe ich leider bei mir im Gym nicht. Ropes, ich muss sagen, man muss es, glaube ich, ein bisschen practicen, weil es ist nicht so schwer. Ich habe so ein bisschen daraus eine Row-Variation gemacht und keine Überzug-Variation. Yes. Bruder, Junge, Manuel Haas, der Jimmy Neutron, Alter, der Übungen. Er hat einfach neue Übungen erfunden. Man muss ein bisschen reinkommen, aber dann, wenn man drinnen ist, die Übung drauf hat. Und er ist auch endlich fertig mit dem Stimmbruch, ne? Der Kollege. Geistesgestört. Nochmal wirklich krasseres Feeling mit dem Teil als mit dem Seil, finde ich. Came through trippin' Aquafina, I'm sippin' 15, kept a weapon on me. Blow make bitches, I'm on my business, stack chicken like what it's gon' be. True in the cut, hey, you want us, red run when I tell a peace. Love is love. Love is love. Adios. Bin dope. Zweite Übung jetzt hier, Barbell Bent Over Rows. Wir werden hier schwer und falsch gehen. Jetzt 140 auf der Stange, versuche so zwischen 5 und 8 Reps zu bekommen. Jetzt wird es schwer und falsch, ich bin gespannt. Ich habe auch die Woche ein bisschen schwer und falsch trainiert, danach hatte ich 3 Tage Rückenschmerzen. Ich habe die 80 Kilo Kurzhantel bei uns gerudert. Eigentlich waren die recht sauber. Das Problem ist,
Hol die raus, kein Problem, aber leg mal diese 80 Kilo Kurzhantel wieder dahin, wo die hingehört. In dieses Gewicht, in diese Kurzhantel, wie nennt man das? Wie nennt man das? Wo die, diesen Ständer da. Katastrophe, Alter. Ich hab mich komplett verhoben. Mein Unterrücken war 3 Tage voll am Schmerzen, Digga. Wird schwer, die Übung hat sich... Ablage, genau, dankeschön. Verdammt schwer jetzt angefühlt hier in diesem Gym. Aber ja, let's go, wir gehen rein. Come on! Easy work. Deiner, hol ihn dir. Komm. Zwei, komm. Ist doch noch bis jetzt sehr sauber, Mann. Komm, hol sie dir. 3, komm on. 4. 5. Oh, guten Morgen, hallo. Komm on, sehr schön. Boah, bis auf die letzten beiden waren die doch sehr, 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 sehr sauber noch. Gut schwer, ich glaube, das Gewicht in Wien ist schwerer als in der Schweiz. Ja, das sind die Blades, Digga. Ja. Wir haben gerade ein kleines Posing gemacht und ich muss natürlich hier fragen, Manuel, wann geht's das nächste Mal auf die Bühne? So, auf die Bühne. Ich war ja letztes Jahr, für alle, die es nicht wissen, war ich auf der Bühne und Plan wäre so, sage ich jetzt mal, in 2 Jahren, wenn ich jetzt einfach mal die Zeit wirklich... Sieht nicht schlecht aus, der kleine Bursche, ne? Für 18, Alter, super. Fette Arme, Mann. Für 18 Kilo ist gut. 18 Kilo. Für 18 Kilo. Für 18 Jahre ist gut. Scheiße, Alter. Aber Ramon ist eine Wucht. Ramon, sage ich immer und immer wieder, wenn ich den Oberkörper frei sehe, so... Das erinnert mich voll an Mike Tyson, Alter, zu seiner Prime. Mike Tyson schön mit der Hose bis hier oben hochgezogen. Selber Frame, sehr ähnliche Form wie Mike Tyson, Iron Mike Tyson, Digga. Wirklich ähnlich. So, Freunde, weiter geht's. 18 Kilo, der war gut. Weiter geht's, kommt. Reinstecken will, um auch was aufzubauen und dann wirklich Progression bzw. einfach eine heftige Verbesserung auf der Bühne präsentieren zu können. Es bringt, meiner Meinung nach, bringt es mir jetzt nichts, wenn ich dieses Jahr jetzt zum Beispiel wieder auf die Bühne gegangen wäre, weil, sind wir uns ehrlich, jetzt so übertriebenen Progress, klar, es wäre wahrscheinlich besser gewesen, die Form und so, aber jetzt einfach nicht so viel besser, wie als wenn ich jetzt 2 Jahre in der Offseason stecke oder so. Absolut. Ich meine, ich war auch 2019 auf der Bühne, ja? Im gleichen Jahr und ich werde wahrscheinlich auch 2024... Ja, im Rücken, ne, da ist Ramon natürlich... Guckt euch das mal an, die Tiefe unten. Next Level, Digi. Komplett Next Level. Weiter geht's. Wir gehen. Okay. Das heißt, du hast auch... Vielleicht sehen wir uns auf der Bühne, Bro. Da, Digga, dann muss ich aber meine Beine noch ordentlich verbessern, meine Freunde. Weil wir haben gerade Beine verglichen, also ist das geisteskrank. Okay, Ramon hat auch natürlich brutale Keulen, ne? Haxen. Ich geb... Keulen aber auch. Bestes. Ich habe ihm auch gesagt, Beine ist bei mir so... Ich weiß nicht, und ich glaube, es geht vielen Leuten da draußen so. Das ist schwer, ist teilweise in der Leg-Session wirklich... über diese Grenze hinauszugehen. Und dieses Problem, muss ich ehrlich gestehen, auch wenn sich's Pussy anhört, ich glaube, viele haben das Problem, einfach über diese Grenze zu gehen am Leg Day. Yes. Kann ich ihn aber verstehen. Ich hatte das wirklich auch oft. Ohne Trainingspartner beim Beintag konnte ich nicht an diese, ihr wisst, was ich meine, dieses, du gehst durch die Hölle, Alter, an so einem Leg Day, sodass du wirklich danach den Tag nichts mehr mit dem Tag anfangen kannst, außer Couch. Kennen wir alle, oder, Freunde? Und das habe ich, ja, kurz vorm Kotzen, oder sogar, ich habe sogar gekotzt, ja. Oder ich habe sogar gekotzt. Oftmals nach dem Beintraining. Bei einem Brusttraining okay, aber ich weiß nicht, bei Beinen bisher ein bisschen gekämpft, aber es wird besser, Freunde. Ich versuche mich einfach zu steigern, versuche besser zu werden, auch was über das Ganze hinausgehen angeht und yes. Ist ein Prozess. Da müssen wir mal Beine zusammen trainieren. Ja, der Typ hat gerade 3-mal das Gewicht ergänzen bzw. ausbessern müssen, weil es immer... Dino, guten Abend. Zu leicht war. Jetzt sind da 90 Kilo auf dieser Übung drauf. Ich muss danach noch arbeiten. Ja, als ich noch auf Schicht war, habe ich meistens den, bei Spätschicht definitiv, habe ich den Leg Day nach der Arbeit versetzt. Also ich habe beim Spätschicht habe ich Oberkörper, also alle Oberkörpereinheiten immer vor der Arbeit gemacht und Beine habe ich nach der Arbeit gemacht, weil ich einfach sonst auf der Arbeit
Ich konnte nicht rumlaufen, Digga. Ich war am Arsch. Alles geht los, let's go. Some colors are sober, my run through the money. The press will be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money. Timbo, ich hatte letzte Woche meine erste Beineinheit und es geht langsam wieder. Ja, nicht alle Übungen, aber ich bin wieder fleißig am Start, was Beintraining angeht. Stabil ist das. Wie viele Sätze stehen da jetzt an? Wie viele machen wir da? Zwei Sätze. Zwei Sätze, okay. Das heißt, wir haben jetzt bisher bei allen Rückenübungen eigentlich immer zwei Sätze gemacht, oder? Yes. Und acht Sätze machst du insgesamt im Rückentraining? Yes, ungefähr, okay. Ja. Das heißt, danach noch eine Übung? Yes, genau. Perfekt. Läuft auf jeden Fall, sag ich's euch. Pumpe schon am Start, Freunde. Manuel legt jetzt hier noch. Let's go. Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a nigga who lying for nothing. I see that we different. You. Oh, ich muss in dieses verdammte Gym einmal fahren, Alter, ja. Come on. Come on, Manuel, come on. Easy. Yes. Drive. Yes. Holy shit, Alter, das ist immer der Moment, wenn mein Fuß einfach random zu... Die Trucker-Kappe hat man 2001 getragen, tatsächlich, aber die Trucker-Kappe ist leider Gottes wieder im Trend, Freunde, ja. Van Dutch ist wieder auf dem Markt verfügbar. You roll on my phone like you want me, like you wasn't pushing the kid to the side. I don't know if you bitches are thinking I'm blind. Cross on my crosses and dot on my eyes. Wir haben ja das ganze Training begonnen mit einem Übel. Follow me. Credits 60, 77 spendet 5 Euro. Ich danke dir, mein Liebster. Danke. Ah ne, er raidet hier 5 Personen. Okay, das ist bei mir falsch eingestellt. Raid wird als Spender angezeigt und umgekehrt. Danke dir, mein Lieber. Vielen lieben Dank. Bezug, also Latübung, dann haben wir eine schwere Übung gemacht für den ganzen Rücken auf Rückenstrecke. Dann jetzt einen Latzug, also den Lat wieder. Jetzt machen wir eher eine Übung für die Rückendichte, also Trapez, Rhomboiden. Hier wichtig, Schultern von Protraktion die Retraktion bringen. Welche Subs verbessern den Schlaf? Hol dir einfach Sleep Support, Digga. Da hast du Ashwagandha drin, 5-HTP. GABA ist ein wirklich wunderbares Tool zum Einpennen und Durchpennen. Sleep Support von MP knall ich mir auch immer rein. Bubatz. Ja, der Bubatz geht auch, aber ist natürlich illegal, ne? Und ist eine Droge, die man nicht allzu häufig konsumieren sollte, Freunde. Hört auf damit, mit eurem Medikamentenscheiß jetzt hier. Was soll das denn? Ist eine geile Übung. Was sagst du? Ballert sehr. Feier ich richtig. Auch schönes Feeling im Rücken. Kann man gut ansteuern. Ja, da haben wir's. Das Gym in Wien. Feier ich richtig. Absolut geil. Ja, es wird geballert. Mal schauen, ob was da geht. Wir machen jetzt noch eine Bizepsübung oder zwei Bizepsübungen. Wir haben jetzt noch eine Übung für die hintere Schulter gemacht, die wir nicht gefilmt haben. Und jetzt gibt es noch zwei Bizepsübungen. Manuel hat mir jetzt eine geile Übung gezeigt. Ich kann leider noch nicht filmen, weil es viel zu laut ist. Arm hinter dem Körper, unilateral, feiert er extrem. Habe ich jetzt so mitgemacht. Ist extrem geil. Ich zeige euch mal, wie die Übung aussieht. Unbedingt nachmachen, ja? Die Übung. Nicht so rumbrüllen wie Manuel, aber die Übung könnt ihr nachmachen. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Manuel, gute Übung. Wir sind durch mit der Session. Und so, dein da, wo es gestartet hat, stehen wir jetzt wieder, Freunde. Ich habe 400 Kalorien erst drin, habe ich ihm gerade gezeigt. Es ist 17 Uhr, Leute. Um 13.30 Uhr oder so haben wir uns getroffen. Wirklich eine intense Einheit. Viel fokussiert, deswegen heute wahrscheinlich auch nicht so übertrieben viel jetzt gelabert im Training. Aber so muss das sein, Freunde. Ja, ich würde auch sagen, wir haben gut durchgeballert, gute Namen bestätigt. Beim Bizeps am Ende auch nochmal schön fokussiert, Rücken, geisteskrank und Schulter auch noch, also sehr stark gewesen. War eine gute Einheit. Ja. Danke dir vielmals. Hat mich gefreut auf jeden Fall und schreibt in die Kommentare, Leute, wie ihr das Video bisher gefunden habt. So, Versuch Nummer 2 mit der U-Bahn. Session ist durch mit Manuel, Bela ist hier wieder am Start. Wir gehen jetzt gleich Sushi essen. Manuel wird auch nochmal am Start sein, einige andere auch, von dem her, ja, let's go. Money talks. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie sich für leckere Sushi reinpfeifen. Boah, ich hab auch Bock jetzt auf Sushi. Stufen sind tabu und machen dünn. Spray Netties away, danke dir für 3-monatigen Support, Mann. Wir sind hier schon gefühlt jetzt 5 Minuten am Stufen laufen. Also ich glaube, wir werden durchsichtig sein morgen.
Nun zeig doch mal dein Sushi, Alter, in deinem Vlog. Gar nicht gut. So, und das war's mit dem Video, Friends. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wenn du mich und meinen Content supporten willst, gerne beim Evoshop vorbeischauen und 10% mit Codraum sparen und mich dabei unterstützen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao, Ramon. Cooler Typ, Alter. Gefällt mir der Dude. Der macht gute Videos. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Lasst auf jeden Fall ein Abo da bei dem Kanal. Kommentiert wie immer fleißig. Und falls ihr mich supporten wollt, findet ihr wie immer die besten Supplements auf powerstage-germany.de. Mit meinem Rabattcode sichert ihr euch den besten Rabatt. Damit supportet ihr mich ordentlich und sichert euch feine Subs. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Adios.